Und damit, liebe Freunde, seid mir herzlich willkommen zurück bei Until Dawn. Und wir sind hier wieder in der Runde von Emily. Nee, Quatsch, nicht von Emily, von Ashley. Em ist ja vermisst schon. Und Matt ist bereits gestorben. Genauso wie Josh, der auch nicht mehr unter die lebenden Wald hier in unserem Spiel. Und wir befinden uns immer noch mit Chris und Ashley hier unter der Hütte in einem... ja, komischen unterirdischen Gang hier irgendwie. Ich weiß nicht, was das hier darstellen soll. Ob das hier irgendwie eine Arztpraxis sein soll oder irgendwie was. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie es... es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Die Frage ist nur was. Was übersehen wir? Führen diese Gänge hier uns zum Sanatorium? Das würde mich mal interessieren. Steht das mit dem Sanatorium in Verbindung irgendwie? Oder mit der Ärzte? Oder mit dem Bergarbeiterminen? Fragen über Fragen, die sich hier gerade bei mir aufkommen. Aber ich denke mal, die werden uns alle noch gelöst werden. Aber wir müssen jetzt hier doch weitergehen. Und Ashley hat es schon angesprochen. Wir haben anscheinend... oder wir übersehen irgendwie das Wesentliche vielleicht in diesem Spiel. Was ganz gekonnt von uns irgendwie abgelenkt wird. Oder nicht von uns oder von dem Spiel an sich. Oh. Verdammt. Warum? Nicht weiter. Also müssen wir hier lang. Ich hoffe, Chris bleibt dran, ne? Ach Gott, Scheiß. Wo sind wir denn hier? Ist das eine Art Klinik oder so? Eine unterirdische Klinik oder eine Klapse oder irgendwie Versuchslabor? Ey, was muss das ja sein? Oder wurden hier Experimente durchgeführt? Hier ist Tür. Da gehen wir jetzt noch nicht durch. Wir schauen uns nach hinten und in die Ecke nochmal um. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas. Ne, hier ist auch nichts. Boah, das Spiel wird jetzt... ehrlich gesagt immer spannender und das nimmt auch ganz schön Fahrt auf. Hätte ich nicht gedacht. Es ging erst ruhig los und dann führte doch ein Ereignis zum anderen. Oh. Oh. Gott, das kann doch nur... Alter, das erinnert mich gerade total an Outlast. Das erinnert mich gerade wirklich total an Outlast. Alter, dieser kranke... Typ da, ein Invisiblower, der doch da diesen eine Leiche da verspeist oder irgendwas, da so ein totaler Psychopath. Boah, ey. Und irgendwie sieht das hier fast, ich sag nur fast genauso aus. I. Oh, Metzgerei. Nein, kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. In der Tat. Hinweis entdeckt. Gut. Da klicken wir jetzt mal rauf. Ein Schweinekadaver, der von der Decke hängt. Es wurde von Kreuzen vor kurzem ausgeweidet. Hm. Stimmt. Sieht ziemlich frisch aus, also... wir sind nicht allein. Und genau dieser Gedanke macht mir ein bisschen Sorgen. Denn ich denke mal, auch hier werden wir auf Schritt und Tritt beobachtet. Und da ist ja mal diese Leuchte, die bestellt wurde aus dem Katalog, die auch umkreist wurde. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Leuchte doch irgendwie auf diesem Turm platziert wurde, wo wir vorhin in der, oder beziehungsweise in der letzten Folge waren, mit Matt und Emily. Die da von alleine immer angegangen ist.
ergibt langsam alles einen Zusammenhang, so nach und nach. Ein Stapel alter Zeitungen mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden. 18. August 2014. Ja. Vor kurzem es gedruckt wurde. Ja, der Drucker stand ja auch ebenfalls oben am Turm. Aber wer hat es gedruckt vor kurzem? Das ist ja auch wieder so eine Frage. Wer hat es gedruckt? Können wir da irgendwas noch entdecken? Nee, da ist nichts. Nichts weiter irgendwie zu sehen. Gut. Außer das Schwein hier in der Ecke. Und da leuchtet doch auch was auf. Da leuchtet es auf. Hier leuchtet doch auch was auf. Das ist ja echt reizend. Fuck. Ganz ehrlich. Guckt euch das doch mal an hier. Das sieht ja schon fast aus wie... Na gut, das sind Fallen. Haken zum Aufhängen. Und eine Kreissäge. Alter. Man könnte auf den ersten Eindruck sagen, ja, es könnten Foltergeräte sein. Oh Mann. Aber... Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Das müssen aber schreckliche Hobbys denn gewesen sein, wenn die wirklich sowas in Betracht ziehen. Da ist ein Fleischwolf. Oder so ein Dreher hier. Aber hier scheint... alles heruntergekommen zu sein, aber es war vor kurzem mal hier jemand gewesen. Und hier sind Fotos. Wieso hängen hier Fotos von denen? Das sind wir. Scheiße. Tatsache, hier hängen Fotos von uns. Also nicht von, naja, von den Leuten im Spiel. Josh. Chris. Mike. Ashley. Jessica. Sam. Wo ist denn jetzt Emilys Foto? Wo ist Emilys Foto? Ems Foto hängt hier gar nicht drauf. Mikes Foto sieht aus, als wenn da... als wenn man die Augen auskratzen wollte. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Also wenn das eine Todesliste ist, dann frage ich mich allerdings, warum M da nicht dabei ist. Es würde ja wiederum heißen, dass M irgendwie was mit der Sache zu tun hat, was ich aber irgendwie gar nicht bezweifle, obwohl sie ganz schön hysterisch und zickig ist und irgendwie da... irgendwie so ein Hass irgendwie zehrt oder so. Naja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das kann beim besten Willen nicht sein. Das glaube ich nicht. Das ist... nee, es kann nicht sein. Aber ein Zufall, glaube ich, ist es auch wiederum nicht, dass das Foto von ihr da nicht hängt. Wenn das wirklich eine Todesliste sein soll. Also, wohlgemerkt. Gehen wir jetzt... wollen wir jetzt wirklich hier lang? Okay. Chris ist schon an der Ecke. Aber wir haben hier noch eine Tür noch nicht überprüft. Die werden wir erstmal überprüfen, bevor wir weitergehen. So. Okay, die Tür geht auf. Chris ist nicht da. Und wir marschieren alleine da rein. Das hoffentlich passiert jetzt nichts. Ah, ein Projektor. Hallo? Oh mein Gott, echt unfassbar, was du hast wirklich getan. Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen Krach, komm schon. Ja, das dummer Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Oh, sie ist hier. Das gibt's
auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, scheiße. Oh mein Gott, wow. Sieht das schön aus. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Ja? Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber... Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Das sollte doch lustig sein. Ja. Aber für Hannah war es an der Stelle nicht lustig. Das ist immer das Problem. Und irgendwie habe ich so das Gefühl... Nein! Oh, Chris! Was war das? Was ist denn hier los? Ash, ganz ruhig, okay? Ich bin doch nicht in Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was raus. Hör mir doch einfach was? Mal zu! Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus! Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab! Denk mal nach! Geister benutzen keine Kameras, sie spielen keine Spielchen! Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Fraglich. Mir kommen momentan echt so ein bisschen merkwürdige Gedanken durch den Kopf. Hannah und ihre Schwester sind ja eigentlich normalerweise gestorben. Aber warum ist jetzt wieso wurde uns jetzt dieses Video gezeigt, wo wir von damals, oder wo wir damals, Hannah so verarscht haben? Ob das alles mit irgendwie einen Zusammenhang hat, ich weiß es nicht, aber... Es ist irgendwie so mein Gedanke, den ich habe, dass irgendwie das alles miteinander zu tun hat. Kann alles irgendwie kein Zufall sein. Also... Ich bin mal gespannt, wo uns das Spiel hier noch hinführen wird. Was uns hier noch offenbart wird. Und vor allen Dingen, wer überhaupt überleben wird. Wer die Killer sind. Oh Mist. Und so weiter. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Hoffentlich nicht. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab's hergesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen. Los! Chris folgen. Komm, wir folgen Chris, denn... Okay, du hast recht, ich komme. Wir folgen Chris, denn dementsprechend... Gott sei Dank. Ich dachte schon, das Ding zerfällt. Alter. Na komm. Wer war dieser Clown? Denn diese Gestalt, die wir durch die Bretter gesehen haben, sah nicht irgendwie aus wie eine schmale, zierliche Sam. Und, Alter, wir sind hier drin nicht allein und ich krieg schon wieder Gänsehaut. Oh Gott. Gehen wir erstmal hier zu diesem Generator, oder was das sein soll? Ich kapier's nicht. Wozu braucht hier jemand eine Kühlanlage? Es ist eiskalt. Gott allein weiß, was bei denen im Kopf vorgeht. Können da auch irgendwie nichts machen? Alter! Ja, das sind Sams Kleider, das ist... Krank! Das ist total krank! Dieser Psycho war also hier unten, ganz sicher. Glaubst du, er ist immer noch hier? Ich hoffe nicht. Was soll dieses Ding überhaupt hier? Das würde ich auch gerne wissen. Boah, das ist... Ich habe echt gedacht, wo wir durch die Tür gekommen sind, dass hier einer auf uns lauert in der Ecke. Aber mittlerweile... Okay.
Okay, ich gucke aber erstmal hier vorne. Vielleicht finden wir hier in der Richtung was. Nein. Ah, hier, komm, eine Aufnahme. So. Ah. Und eine weitere Tür. Und das war doch gerade eben die Stimme von Sam. Ich spinne doch nicht. Ich frage mich aber allerdings, ob das wirklich Sam ist oder ob nur mit uns blöd gespielt wird. Hier ist eine weitere Tür und da geht's auch irgendwie weiter. Ich weiß nicht, wo wir lang sollen. Da ist auch eine Tür. Jetzt geht's hier auch weiter. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, hier sind zwei Türen. Ich denke mir mal, wir werden erstmal hier durch Tor Nummer 1 gehen. Oh, Chris! Oh nein! Ist das Sam? Hallo? Oder wer ist es? Sam? Oh Gott. Sam! Chris! Sie ist tot! Wo bin ich denn? Sie ist nicht tot! Woher weißt du denn? Sie atmet noch. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh, oh, oh nein, 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 nein. Hinter nein, euch! Nein. Scheiße! Wir müssen sie hier rausschaffen! Oh, oh, Chris! Oh, shit! Geh weg! Bleib mir gefälligst beim Lauf! Scheiße! Fuck! Ich hab mich verdrückt gehabt. Oh Gott. Oh nein. Ash! Das ist diese Szene, die ich gesehen habe in den in dem Video von Totem. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße. Oh Gott. Monster. Zieh dich um, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier. Und da steht auch eine Kamera. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair! Ah. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf! Sag's! Wir reden immer drum herum. Und jetzt? Ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Ja, was wohl? Er liebt dich. Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris! Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Oh Gott. Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich nicht sterben! Wieso überrascht mich das jetzt nicht, dass da eine Seele kommt? Oh, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Oh nein. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du kannst die Waffe da vor dir nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. Chris, altes Hotel. 3 Uhr. Und wir müssen uns entscheiden. Ich, oh, Alter, muss das jetzt wirklich sein? Nein, fuck. Boah, okay. Warte, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet. Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden. Lass mich dieses Mal dich retten. Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris!
Oh, oh Gott! Nein. Es tut mir leid. Nein! Und damit... Diesmal bist du zu ist Chris tot. Siehst du das nicht? Hä? Siehst du nicht, dass dieser Folterporno zu weit gegangen ist? Hä? Also, was gibt dir das Recht, hier Gott mit diesen Leuten zu spielen? Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Aha. Du bist krank! Ein krankes Schwein! Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath! Psychopath!